Hello. Hello. I'm sorry. So, meine sehr verehrten Chatmitglieder, würde sagen, wir gucken uns mal den Rest von Return an. Wir haben gestern im Stream ein Indie-Game angefangen, welches sehr, sehr gut ist. Hat mir schon sehr gut gefallen in den ersten knapp 4 Stunden. Das Game heißt Return. Das kam vor ein paar Wochen, wollte ich gerade sagen. Ne, vor ein paar Tagen erst raus. Check, check. Hallo? Hallo? Mikro? Hallo? 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 Wie weird. Ich höre mich irgendwie so gar nicht. Warum höre ich mich nicht? Check, check. Hallo? Check, check. Why do I not hear anything? Das ist weird. Ah, so, ne? Ah, okay. Fixed it. Good. Ja. Das sind wir gestern auch schon recht weit gekommen. Ich glaube, das Game ist nicht übertrieben lange. Mal sehen, ob wir heute vielleicht sogar schon den Rest davon hinkriegen. Dann viel Spaß. Ich lurk mich mal mit meinem Bastelzeug in der Ecke. Macht es. Viel Erfolg. Viel Spaß beim Basteln und halt uns mit Bildern up to date, was du da bastelst, ja? Pretty please. Okay, ich habe noch gerade versucht, mich in den Chat aufzuholen, aber ich sehe nur Gespräche über 12. Finger. Ich habe das Gespräch in dem 12. Finger gestartet, ich weiß, aber ich möchte es auch beenden hiermit. Nicht wirklich, aber macht ihr. Macht ihr, ich spiele Videospiele, ja? So, ich habe gestern schon gesehen, dass wir ein paar Leute dabei hatten, die Return nicht kannten, soweit ich das mitbekommen habe. Und das Game hier, was wir so 10 Minuten gesehen haben und sofort auf die Wishlist gesetzt haben, das freut mich immer. Das ist quasi genau der Grund, warum wir sowas hier machen. Da haben wir noch den Black Market freigeschaltet, letzte Mal, genau. Und wann immer ihr auch irgendwie, wann immer euch Games halt zusagen, die wir hier zocken und die vielleicht auch selber anfangen zu spielen und so weiter, lasst mich das immer wissen. Ich bin aber sehr interessiert dran. Das macht mich sehr happy. Und ich will auch ein bisschen meine Games-Auswahl. Oder ich sehe das, ich sag mal so, ich sehe das als positives Feedback. Zu hören, das war gut. Oh, wie hübsch ist denn das? Das ist Winterbates. Das ist da. So Grafik ist einfach für mich gemacht. Game Bramble, die Woche wo gesehen, da sehe ich dich und Peon drin. Im Spiel Bramble. Okay. Hast du da irgendwie einen Link parat? Magst du mir den bei Gelegenheit schicken? Weil Bramble sagt mir jetzt nichts. Aber wir haben ein neues Schwert, ne? Bekommen. Das ist sehr stark. Du hast ein großes Schwert. Du hast eine große Sense, Kollege. Hi, oh. Okay, the Black Market ist buchstäblich auch nur genau das. Wir können ja Shit
Shit ein- und verkaufen. Du hast Small Health Potions, Large Health Potions. Ja, gut, wir haben halt sau viel Geld, ne? Ich habe 17.000 Money. Das seht ihr gerade nicht, weil das irgendwo hier hinter mir gerade steht, aber. Details. Aber ich weiß nicht, wie viele Health Potions ich habe. Gehen wir erst die anderen Jobs mal abchecken. Welcome. Business or pleasure. We don't ask questions here, just to keep it civil. Good to know. I hope you find what you're looking for. And I still haven't found what I'm looking for. Reaper. Okay. Neue Waffe. Attack Drone, Munition. Die kostet 13.000. Ich habe 17.000. Das ist Steam Link. Dankeschön. Ich guck gleich mal. Haben wir auch jemanden, der Nahkampfwaffen verkauft? Nee, Schluss. Ohrwurm. Instant. U2 Ohrwurm. Das sind die schlimmsten. Ja, fuck it. Wir kaufen Reaper. Let's go. Zack. Jetzt haben wir immer noch 4.000. Und was zu futtern macht es, Steve? Lass es schmecken. Wir könnten noch Light Ammo. Kostet nur 17 pro Schuss. Wir haben 100. Wie viel Light Ammo haben wir denn? Oh, der frisst Heavy Armor. Die erste Waffe. Wir haben von beidem jede Menge. Wir haben 265 Light Ammo und 334 Heavy. Ich glaube, es reicht für den Anfang. Capacity 45, Fire Rate, Recoil, macht halt 2 Damage. Das ist halt eine MG, ne? Die macht halt 4,5, die macht 8, die macht 8. Aber wir können die weiter upgraden? Ich dachte, die hätten wir schon ganz geupgradet, okay. Die Reaper können wir theoretisch von 2 Damage auf 2,5 oder 3,5. Wir haben halt 80, seht ihr auch gerade nicht, wir haben 80 Leveler-Punkte. Das sind meine Stats da oben. 80 Leveler-Punkte. Ich glaube, wir können uns das leisten. Die mal voll zu machen. Immer noch 58. Okay. Na gut. Müssen wir jetzt schon mal testen, das Ding, ne? Ich hab's ja nicht equipped. Oh, das ist aber eine klassische Maschinengewehr. Da geht's nicht rein, ne? Da geht's nicht rein, okay. Okay, ich fühle mich gut ausgerüstet. Muss ich sagen. Große, dickes Haut-Rauf-Schwert. MG. Ich muss dazugeben, ich habe beim Recherchieren über das Spiel rausgefunden, es gibt noch eine Waffe, die ich anscheinend verpasst habe. Vielleicht kommt die noch, aber würde mich jetzt eher wundern. Wo waren wir noch nicht? Eigentlich sind wir jetzt überall fertig, ne? Ich habe gesehen, es gibt noch eine Axt. Aber die habe ich noch nicht gefunden. Gehen wir wieder ins Basecamp. Hm.
Hier ist halt buchstäblich der Ort, von dem wir gestartet sind. Uns fehlen noch zwei Geschichten. Bis wir so komplett voll sind. Kann halt gut sein, dass wir hier im Anfangsgebiet halt was übersehen haben. Weil hier dieses erste Gebäude ist schon ein Labyrinth, so ein bisschen. Jetzt kommen wir hierher, ne? Ich gehe das mal wieder durch. Das schien so komplexer als nötig. Wobei, wenn man mal richtig guckt. Oh, das ist neu. Drone Workshop Key. Oh, City Workshop. Okay, das ist neu. Attack Drone gefunden. Okay, cool. Echt? Sonst nix? Den Teleporter und eine Drone? Okay, es wäre halt eine sehr frühe Attack Drone. Richtig, die gibt's. Die habe ich fast vergessen. Und das ist immer so der Punkt im Spiel, wo, glaube ich, so gutes Level-Design raussticht. Wenn man so ein bisschen roten Faden verloren hat und dann gar nicht weiß, wo man jetzt nochmal nachgucken soll. Das habe ich eigentlich relativ selten. Man hat immer so ein paar Clues, wo man hingehen kann. Ich überlege gerade, ob ich mal irgendwo kürzlich mal richtig festgehangen habe und nicht weiter wusste. Bei irgendeinem Spiel wirklich. Wobei, bei so Open-World-Dingern kann das halt auch bewusst sein. Dass man sagt, okay, jetzt haben wir hier alles gemacht. Jetzt viel Spaß am Erkunden. Das Game ist ziemlich laut, ne, oder? Meine ich es nur. So? Besser? Bisschen sehr leise, glaube ich. Hier waren wir auch schon, ne? Sogar Sackgasse, ey. Ich habe mir jetzt bei so Games... Okay, ich habe jetzt Tears of Kingdom noch nicht gespielt. Habe aber doch relativ viel Zeit in Breath of the Wild verbracht. Und da ist es halt... Ich habe an Breath of the Wild viel auszusetzen. Aber eine Sache, die es echt... Oh Gott, hi. Oh Gott. Die es echt gut macht... Du siehst eigentlich immer irgendwas am Horizont, wo du vielleicht noch nicht warst. Wobei, jetzt wo ich drüber nachdenke, da hast du das Problem auch irgendwann bei solchen Spielen. Warte mal, ist das eigentlich gut? Da ist nämlich genau das gegenteilige Problem. Dann hast du irgendwann halt alles erkundet und dir fehlt dann irgendwas. Aber da kam ich her. Ich will jetzt nicht das Wort mit K benutzen, das vielleicht ein paar Leute triggert. Autsch. Oh mein Jesus. Adem. Oh mein Lord. Oh.
Das war einfach nur schlecht. Das war einfach nur scheiße, was da. Der macht immer noch böse Schaden beim Explodieren und hast wirklich keine Millimeter irgendwie Platz zum Ausweichen. Komm her. So. Ist nicht zu leise jetzt, oder? Ne, glaube ich nicht. Ui. Wobei bei einem gut designten Spiel hast du halt auch, oder habe ich zumindest gar nicht so das Problem, nochmal alles abzugrasen. Und auch jede Ecke nach Collectibles zu durchsuchen. Es darf halt nicht überhand gewinnen. Ich glaube, wenn man zu viele Open-World-Geschichten spielt, wirst du irgendwann wahnsinnig. Weil du halt... Ja, jetzt sind wir halt hier im Sewer Underbelly. Weil du halt irgendwann so viele Gebiete abklapperst und Zeug darin suchst. Da geht's weiter, da durch die Tür geht's weiter und da links geht's auch weiter. Und hier kamen wir her, ne? Genau. Es gab eine Zeit lang, wo wirklich gefühlt jedes dritte Spiel, das rauskam. Hi? Warst du auch schon mit Auge letzte Mal? Warte mal. Okay, ganz kurz, bevor ich jetzt meinen Gedanken fortführe. Was ist mit ihm? Der war das letzte Mal nicht so mit Auge. Oder? Aber ich kann auch nicht viel machen gerade. Ich habe ja nichts. Kann man ein Homing-Missile schießen, gucken, was passiert. Ich habe ja 10 davon. Die weiß auch nicht. Die weiß auch nicht gerade, was abgeht. Ich mich verwirrt, die Homing-Missile, glaube ich. Okay, das nächste Mal angreifen dann. Hä? Das ist sehr interessant. Okay. Vielleicht müssen wir irgendwas finden und dann wiederkommen. Ja, es gab eine Phase, das war so 2015 rum, glaube ich, ne? Ein bisschen später sogar. Das ist irgendwie jedes Game, das rauskam, war ein Open-World-Game. Ich meine, theoretisch hat es sogar dann diese Phase, ich glaube, mit Breath of the Wild und Elden Ring geendet, wobei Tears of the Kingdom ist ja auch Open World, soweit ich weiß. Hab's ja nicht gespielt. Ja, hier ist aber auch einfach Schluss, ne? Es ist hier wieder das Gebiet. Wie weird, okay. Von daher, wird der Trend halt auch nie komplett aufhören, glaube ich. Und das Open-World-Games haben ja auch, egal wie viele andere Games halt, das was Ähnliches machen, ja auch eine Daseinsberechtigung. Aber die sind voll teuer hier, die Attack-Drones. Die waren im Black Market viel günstiger. Oh, du verkaufst Waffen? Blaster und Viper, die habe ich gar nicht gesehen das letzte Mal. Sind die neu? 7.000, 6.000. Warum kann ich mir eine Pipe kaufen? Ey, die kostet einfach nichts. Ich habe mir ein Rohr gekauft. Geil. Geilometer.
Rohr? Warum habe ich jetzt ein Rohr mir gekauft? Okay. Die behalte ich einfach noch. Okay. Okay, vielleicht sollten wir gucken, dass wir irgendwann mal hierhin zurückkommen mit ganz viel Geld. Dann kaufen wir den Rest auch noch. Das ist Teleporter. Und da ist wieder das Bonuszeug hier am Ende, ne? Wo man den Entwickler dann sieht. Wobei, ich ging ja da, genau, hier war der Entwicklerraum. Richtig. Und hier ging es noch nach oben. War ich hier schon? Ja, wahrscheinlich. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ich erkunde gern solche Welten nochmal, selbst nachdem man das meiste schon getan hat. Aber da meinst du mal hier in dem Gebiet, wo die unsichtbaren Dudis spawnen, ne? Oh. Richtig. Wir heilen uns schon sau schnell, ey. Wobei es halt nicht immer so interessant unbedingt ist, wenn ich jetzt durch ein Gebiet 12-mal laufe. Aber ich sag mal, das sind halt immer die Situationen, wo das Game dann so ein bisschen Hintergrundgeschichte wird und wir einfach so ein bisschen Unsinn labern können. Und daher, ich sag mal, die Welt ist jetzt so überschaubar eigentlich, ne, mit den teleportierbaren Orten. Dass ich auch gar keinen Beef habe, alles nochmal abzulaufen. Vor allem, wenn man halt auch Zeug findet. Ich habe ja Zeug gefunden. Und sei es nur jetzt der Händler, der mir das Rohr verkauft hat. Oder die anderen beiden Waffen, die halt jetzt noch available sind. Oh Gott. Ja. Okay, einer down. Die machen auch so gar keinen Stress irgendwie, wenn man sich so krass heilt, wie ich jetzt gerade. Tank everything. Droppen wir noch eine Munition, ey. Hat viel Spaß daran, Breath of the Wild, nach dem 100% mit Depot nach Stunden lang durch die Gegend zu reiten. Ja, das sind so... Wenn man sich halt in einem Game wohlfühlt, dann wird das so eine zweite Heimat irgendwie, ne? Und dann machst du auch keinen... Ups. Macht doch keine Umstände halt. Die ganze Welt halt 12-mal zu durchlaufen, wenn man halt immer wieder was findet. Und selbst wenn man nichts findet, wenn es halt ein richtig gutes Game ist, dann kannst du die Welt einfach genießen, ohne was zu finden. Und sowas erhoffe ich mir halt von Tears of the Kingdom. Wenn ich es irgendwann mal spiele. Ich hab echt eine hohe Erwartungshaltung an das Spiel, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich glaube, es hat einfach Elden Ring mit mir gemacht, muss ich sagen. Weil das war bisher das beste Open-World-Game, mit Abstand. Und das habe ich noch nicht rund gemacht, das habe ich noch nicht komplett auf den Kopf gestellt, bei weitem nicht. Ich habe nochmal in dem ersten Playthrough habe ich ein bisschen Pause gebraucht mit Open-World-Geschichten. Welcome back, Steve. Was gibt's? Oh, das ist auch neu. Cool. Heavy Ammo. Light Ammo. Okay, neues Areal. Oh, komplett neues Gebiet. Warte mal, ist das neu? Welches ist das beste Open World? Habt ihr die Hälfte gehört? In meinen Augen das beste Open World Game ist Elden Ring. Hat mich durchgehend am meisten motiviert. Warum ist hier jetzt so ein Radio Tower? Wir haben gar nichts dafür. Wie weird, okay. Hätte ich irgendwas übersehen, so gefühlt.
Tears of the Kingdom versucht einiges Neues, manche davon verbessert, Breath of the Wild definitiv, die Rätsel sind in jedem Fall klackiger geworden. Das hat mich, glaube ich, mitunter am meisten gestört. Oh, excuse. Hals ist Die Minischreine, die haben mich echt fertig gemacht. Die haben mich so gelangweilt in Breath of the Wild. Okay, hier waren wir eben auch schon. Da hoffe ich, dass genau dies, das, was mich gestört hat. Und ich glaube, genau daran haben sie auch gearbeitet. Sind wir noch hier wieder? Okay. Also hier brauche ich mich umzugucken. Hier war ich schon. Das ist nichts Neues. Die geben sau viele Erfahrungspunkte hier. Welches Level habe ich jetzt? 118. Elden Ring ist Platz 3 für mich. Skyrim auf 2 und Zelda Tears of Kingdom auf Nummer 1. Okay. Bin ich gespannt. Also besseres Open-World-Spiel als Elden Ring. Das muss schon... Da muss ich schon echt fucking gut sein. Aber ich bin halt auch Souls-Fanatiker. Die Idee eines Souls-likes Open Worlds hat halt Elden Ring in meinen Augen buchstäblich perfekt umgesetzt. Oh, ganz viele Ogern. Oh, schade. Da kann man, glaube ich, gut grinden in dem Raum, auch wenn ich es gar nicht brauche. Ich habe echt schon viel zu viel Level. Aber mehr Level ist mehr gut. Stimmt. Nice. Okay. Es war schwer für mich anzuerkennen, das ist besser für mich als Skyrim, okay. Aber ich sehe immer mehr. Und es ist echt geil. Kannst du mal die Schnauze halten, bitte? Sag mal. Was ist denn mit dir? Versuch hier Chat zu lesen. Du Arsch. Wirklich? Also die Fights sind Tears of Kingdom schwerer geworden, was ich sehr enjoye, da ich Souls-likes auch sehr geil finde. Die Improvements sind auch gelungen. Ihr macht es halt nicht einfach für das Spiel, ihr hebt die Erwartungshaltung einfach nur noch mehr an. Aber ich brauche das auch gerade nicht. Bevor ich mich in das nächste Open-World-Game reinstürze, spiele ich lieber noch 12-mal Elden Ring durch. Und das ist nicht übertrieben. Ich fange zu oft neues Zeug an und mache das alte Zeug nicht fertig. Das kann ich bei Open-World-Games, glaube ich, gar nicht machen. Das ist scheiße. Muss aber mal spielen. Okay, alles klar. Open World Game, Winterspiel Pokémon Arceus. Kenne ich nicht, nie gehört. Klingt doof, ehrlich gesagt. Der ist schon wieder. Hi. Okay, haben wir auch schon. Nee, okay. Ich habe auch hier alles gemacht. Ich bin jetzt von hier einmal komplett den Weg bis dahin durchgelaufen. Bis hierhin quasi. Und das ist der Bonusraum hinterher. Gut. Das heißt, eigentlich. Vielleicht nach dem Shipyard Entrance kommen wir noch dahin. What? Das klang gar nicht einladend. Zölle waren das?
Oh mein Jesus. Wer bist du denn? Ja, waren wir noch gar nicht, ne? Broken Space Helmet. Okay, neues Zeug. Aber ich kam ja eigentlich auf das ganze Open-World-Thema. Oh, du musst kein oh Gott. Kam ich ja eigentlich drauf, weil es da in meinen Augen auch irgendwie Open-World ist. Vielleicht, okay. Es ist mehr Metroidvania als Open-World, würde ich fast behaupten. Okay, ja, roll genau, roll rein. Okay, Spiel wird schwer. Okay, gut, nice. Ich muss mich ein bisschen konzentrieren. Wow. Summer. Okay. Das ist ja ein sehr krasser Unterschied. Okay. Einfach halber AP weg. Gut. Der hat gerade mal ein Level abgegeben. Skyrim ist safe über 100 Mal durchgespielt. Elden Ring auch locker ein Dutzend Mal. Breath of the Wild habe ich auch 4 Mal. Du hast echt Zeit. Damn. Aber Tears of Kingdom werde ich auch ein paar Mal spielen und Elden Ring auch wieder, sobald das DLC da ist. Das ist es halt. Das DLC macht mich, das beunruhigt mich fast ein bisschen. Ich würde eigentlich ganz gern mal noch mehr auf den Kopf gestellt haben, bevor DLC raus ist. Wenn so Souls Games rauskommen, ist bei mir immer das Gleiche. Ich spiele es durch und tauche mich da wirklich halt so komplett ein, während ich es durchspiele. Oh, noch einer von denen. Und auch in der Zeit, nachdem ich dann durch bin mit dem Spiel, gucke ich mir halt so Lore-Videos an, wie ein Idiot und versuche rauszufinden, was passiert. Und aber nachdem ich einmal durch bin, brauche ich erstmal eine Pause von dem Spiel. War bei Dark Souls 2, 3 bisher so, bei Elden Ring jetzt auch. Und gefühlt habe ich in dieser Pause Eagle. Okay. In dieser Pause jetzt aber so viel mich noch mit dem Game beschäftigt, dass ich gar nicht wirklich eine Pause hatte. Ich habe es nur einfach nicht gespielt für eine Zeit. Macht das Sinn? Mit dem Lurk. Alles klar, Forrest. Happy Lurk. Enjoy. Was habe ich denn mit Igel gefunden? 10 Schaden macht die Igel. Fly like an Eagle. Die macht halt 3,5, aber halt 7000 Schuss irgendwie. Die nennt aber auch kleine Munition. Leichte Kugeln. 10 Schaden gegen Fikema. Das ist ja krass, wie viel Schaden das Ding macht. Im Vergleich zu der Taurus. Aber 8. Gui 8 mit Level. Und 9 mit dem Max Damage Level. Und die Eagle macht 16 Schaden. Euch, ne? Ja, moin. Hey, na? Kann aber auch die Ammo Capacity auf 12, Fire Rate.
Ich glaube, die ist einfach weitaus besser als alles andere. Zero Recoil. Nice. Na, alles Juti? Naja, immer noch Heuschnupfen. Aber davon abgesehen, geht's. Nee, könnte schlimmer sein. Okay. Probieren wir die mal eine Zeit lang. Und bei dir so? Wie läuft's? Cool. Ob man die irgendwie killen kann, bevor sie... Kannst du, glaube ich, nicht. Ich glaube, die geben keine Erfahrungspunkte. Oh, jetzt habe ich nur die beiden Schusswaffen equipped. Die geben keine Erfahrungspunkte, wenn man die nicht killt. Sondern die sich nur selbst killen. Oh Lord. Wow. Wow. Wait. Oh Gott, instant tot. Schweezel. Was ein Arschlochgegner, ey. Weasel, vielen herzlichen Dank für den Weasel mit 36. Monat. Hast du gerade die 3 Jahre voll gemacht? Warte mal. Ich glaube. Holy shit. Vielen lieben Dank für die 3 Jahre an Support. Mit dem Tier fucking 3 Resub. Mir fehlen die Worte. Dankeschön, ey. Willkommen zurück im Kult der Leute, die Winter gesubbt haben, der aber keinen speziellen Namen hat. Schön, dass du hier bist. Oh, okay. Das war ein Arschlochfeind, ey. Junge, Junge, Junge. Krass, oder? Krasse Shit. Dankeschön, Dankeschön. Wie geht's dir, Schweezel? Wie war dein Tag? Wie war dein Wednesday, mein Dude? Ah. Healung. Wo liegt auch noch was? Small Stamina Potion und 30 Schreck. Liegt auch noch was rum. Large Health Potion, Small Potion, Potion. Wir haben inzwischen schon gut Potions, so ist es nicht, ne? Unreck. Oh, it's boss time! Hi. Okay. Irgendwie fällt das wirklich auf. Wie die normalen Feinde, nur dass der viel mehr Schaden macht. Also genau. Tag war zu Beginn eher so mehr, hat sich aber wieder zum Besseren gewandt. Nice. Ich hab gesehen, du hast neues Spielzeug bekommen. Nicht Spielzeug, aber. Neues Zeug. Frau Schnör hat Zeug bekommen. Ich hab's genau gesehen. Oh Gott, oh Gott. Oh, warte mal. Warte mal, warte mal. Oh, was zur Hölle ist das? Stop. Nope, nope. Ah. Ach komm. Sei mal nicht so. Das
mit ihm. Oh, weg, 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 weg. Okay, ja. Mach lang. Renn, 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 renn. Ach komm, jetzt hat mich sogar fast noch getroffen, das da. Der ist so schnell. Oh. Der Dude. Oh, ich roll. Oh Gott, ich roll. Bah, fuck tits. Bah, fuck tits. Das ist mein Nickname. Uff. Nenn mich Bah, fuck tits. Oh, tot. Yeah, we did it. Einfach nur draufballern und irgendwann fällt's halt um. Ich habe wieder so viel Shit bekommen. Ich konnte gar nicht mitgucken, was ich gerade alles bekommen habe. Keine neue Waffe. Kein neues Ding hier, glaube ich. Das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Gut, ich habe hier was Neues jetzt bekommen. Wahrscheinlich den... Ah, den Drift-Kompensator. A large external module for flight control system used to aid in drift compensation when landing and taking off. Wir haben hier wahrscheinlich noch ein Grimoire bekommen. Ich gehe das gerade noch einmal durch. Ne, erst lese ich Chat und dann mache ich weiter. Okay, Josie versinkt in den Against the Storm Lurky. Viel Spaß. Ganz viel Spaß bei gut Videospielen. Mein Wester war sehr okay. Ein Steady Climb heute. Ein Steady Climb hast du heute getrieben. Das klingt fast nach Sport, das da. So Sport gemacht oder sonst irgendwas gebastelt. Sehr tolles Zeugs. Ich liebe es sehr. Artbook Nummer 1. Kommt die Tage auch noch. Ja, Elden Ring Artbooks sind schon was sehr Geiles. Ich habe ja das Kleine, was bei der Collectors dabei war. Das ist sehr cute, das Ding. Und irgendwie sammle ich ja die Artbooks so ein bisschen von Videospielen. Auch wenn ich nie reingucke, aber ich bin immer happy, die zu besitzen. Und wenn es nur dafür ist, den Künstlern halt so ein bisschen Tribut zu zollen. Hast du schon gesehen, dass ich das... Scharfsinne Spiel Artbook hab? Welches in der Switch Collectors dabei war? Ich wollte auch seit Wochen in die in die neuen Features von Cult of the Lamb reinschauen, die mit dem letzten Patch DLC Content Package jetzt mitkamen. Mache ich irgendwann. Wahrscheinlich nicht on stream, aber ich mach's irgendwann. Okay. Wir hatten jetzt eben noch Grimoire-Einträge zum Black Market gefunden. The Black Market is run by mercenaries and drifters that sell their wares and services to the highest bidder. It's general a civil place as long as you stick to the rules. Oh, das Crab Jumper, genau, das sind die Explosionsfuzis von gerade. Filled with toxic chemicals, this bioweapon has taken the form of a leaping bomb. Scrap Spiker. This strange bioweapon has taken the form of a giant scrap beast that brutally kills everything in its path. Scrap Goliath. This bioweapon has taken the form of a massive scrap creature roaming the scrapyard. Okay, mehr war's gar nicht. Ist gut. Ja, auch alle schön hydriert bleiben, ne? Ich prüfe nach, wie viel er trinkt. Seitdem ich diese Wasserflasche habe, ich sag euch, ich trinke am Tag durchschnittlich 2,5 Liter, glaube ich, Wasser.
Und dann kommt noch Kaffee und so obendrauf, was ja nicht obendrauf kommt, theoretisch, aber ihr wisst schon. Ups. Wie wäre es denn hier so farbtechnisch mit... Das ist ja rot, mal was Dunkleres. Da passt ganz gut wahrscheinlich hier dazu, ne? Ja, nice. Ich mag es, Farbeinstellungen für die Cam zu haben, die zur Szene passen. So, aber hier ist nur ein Teleporter, sonst nix. Colonist Journal und noch ein Grimrow Edit, okay. Ein Journal-Eintrag. Da. Colonists Journal. Da liegt Alice vom März des Jahres 2367. Ist am 11. I woke up today. Something is horribly wrong. The ship has crashed somewhere. Is this our new planet? I can't find any other survivors. Maybe I'm the only one who made it. There's something alive with me in this wreckage. I hear strange sounds around me. I have to find a way out. I met a working K-9 unit today. It appears to never left home. Oh, it appears we never left home. Oh, das Schiff hat nie den Heimatplaneten verlassen. I found the creature that's been making these sounds. I locked myself in and sent the K-9 to look for help. I haven't found any more rations. I still hear those creatures outside. I don't think anyone is coming. Nee, Buddy, tut mir leid, es kam in der Tat niemand für dich. Aber dann werden wir hier halt auch fertig, ne? Im Shipyard. Gehen wir noch zum Basecamp und installieren das letzte Teil. Ja, jetzt fehlt noch eins. Dieses komische Augensymbol. Und ich schätze mal, das ist dann Hals. Nach den Swamp Ruins vielleicht. Weil da war jetzt gerade Schluss. Ah, warte mal. Ich bin letztes Mal, glaube ich, nur bis hier hingelaufen. Und dann muss ich nach links sogar, glaube ich. Weil hier... Und instant wieder ein Boss. Okay, gerne. Hör damit. Immer her damit. Wirst du mit der Handgun erschossen mit meiner neuen hi. Schön, dass du so einen Energiestrahl vor dir schießen kannst. Ich habe noch fucking Desert Eagle. Also, weiß ja nicht. Meine Kampfstrategie geht nicht so auf irgendwie. Oh. Nö, irgendwie. Sie ist eindeutig so ein bisschen der Naturgeist, würde ich fast behaupten. Mit so dieser Dornkrone. Gut, das ist mehr so Jesus, aber die langen Haare hat fast so was Hexenartiges. Cheers, safe? Ja, bin ich. Oh, du beschwörst die Viecher, okay. Slendermans. Nee, Endermans heißen die, ja. So habe ich sie getauft. Und mit getauft meine ich, das sind einfach Endermen. Papier, warte!
Oh, du kannst das machen, okay. Unfair. Okay, jetzt haben wir die Kombi von allem. Okay, alles klar. Der Punch von ihr. Das sind echt viele Feinde, das da. Warte mal, warte mal. Stamina. Müssen wir irgendwas treffen, dann geht's. Au. Aber sie trifft mich, das geht auch. Oh. Okay. Boss down. Easy peasy. Oh, ich habe 2 Achievements bekommen. Goddess and Slayer. Ich glaube, das Slayer Achievement stand dafür, dass wir jetzt alle Bosse gekillt haben. Lily, hello. Schönen guten Abend. Na? Wie geht's dir? Schön, dass du anschaust. Ich gönne mir erstmal die Reste von meinem Subway Kicks als persönlichen Boss-Loot für meinen Gaumen. Hab auch nicht aufgepasst, ob wir irgendwas bekommen haben. Außer den ja. Environmental Scanner. An external hyper camera used for gathering environmental data and relaying it to the ship's mainboard. Ich glaube, das Slayer Achievement steht es dafür, dass es Blut regnet. Okay, warte mal. Du erinnerst mich gerade was. Hi Gajin, schönen guten Abend, schön, dass du hier bist. Ich, das, was jetzt passiert, da ist nur Gajin dran schuld, sonst niemand. Das ist nur deine Schuld. Könnt ihr euch jetzt fragen, ob ihr euch gleich bei ihm bedanken dürft? Oder nicht? Moment. Whatever done. Das wirst du gleich sehen. Was du gedannt hast. Ich hätte es eigentlich vorbereiten sollen. Ich wollte es, glaube ich, vorbereiten, aber ich habe es nicht gemacht. Und jetzt müssen wir halt 3 Sekunden warten, bis die Technik mir erlaubt, Dinge zu tun. Grüße von mir und meiner besten Freundin. Sie liebt dann das Typ. Sag mal, kannst du nicht solche Sachen sagen? Fange ich gleich an zu heulen. Dankeschön. Hallo, Lillys beste Freundin. Wie geht's dir? Danke für die lieben Worte. Das ist echt super nett, ey. So, ich glaube, es ist fertig. Ja, ist es. Okay. Das ist jetzt ich gehe einfach gerade wieder hier hin. Einfach nur aus Prinzip. Nee, nicht nur aus Prinzip, eigentlich, weil deswegen. Das war Raining Cats oder sowas. Sie hat keinen Twitch, ihr geht's gut und ist excited wegen dem Stream. Ich bin excited, dass ihr hier seid und dass ihr mit uns
und es abhängt. Homer Simpson lit up. Na gut, komm, für euch nochmal. Weil es einfach das beste Meme überhaupt ist. Backflip. Homer Simpson, que faisais-tu dans ma chaussure? Salut mes tabarnaks, c'est moi Homer Simpson et aujourd'hui je vais faire un epic dab. Bah oui, so. Und sonst? Und der Rest von euch? So ganz normale Dinge, die man im Stream sieht auf Twitch. Shore Coordinates. Backflip. Ich bin excited, aus dem Tunnel zu kommen und das zu sehen. Hi. Schön, dass ich dich damit begrüßen konnte. Hi, Julia. Schön, dass du hier bist. Alles gut bei dir? Bitte, was war das? Yes! Yes! Ja, Mann! Ich sammle inzwischen einfach nur WTFs. Ich sammle die. Excited, ja. Aber das nicht das, was du geschrieben hast oder das, was ich gelesen habe. Irgendwie sowas, ne? Moment, ganz wichtig. Ist das hier so grünlich, das da? Pass mal auf. Muss ja schon hier. Dann hier bitte, WTF, Dankeschön. Dankeschön. Okay. Ja, willkommen, ihr lieben Leute. Schön, dass ihr alle reinschaut. Willkommen zu Mare Return. Diesem sauschönen Videospiel. Ein sauschönes Videospiel für sauschöne Leute. Hi. Das ist auch einfach. So ein Albumcover ist da, oder? Hat nur ein Freudchen Vertipper. Achso, Exited. Achso. Achso, warte mal. Achso. Ich habe jetzt wirklich Excited. Aber Exit, ich hasse mich verwirrt. Jetzt weiß ich, was du gemeint hast und was du geschrieben hast. In meiner Headcanon bist du einfach so excited. And you just can't hide it. And you're about to lose control. And you think you're going to like it. Ja? Kann man das mal? Warum ist hier Schluss? Ja. Okay, du meintest excited, ich habe aber exited geschrieben. Was aber in der Situation. Ja, du exitest aus deinem Tunnel. Okay, du gehst aus deinem Tunnel raus und ich bin excited, dass du aus deinem Tunnel rauskommst und mein Excitement färbt auf dich ab. Wir sind beide excited. Ja? Gut. Was ist das hier? Was sehe ich hier? Was ist das da? Was tut es? And I'm about to lose control and I think I like it. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt auch einfach alles gemacht, ne? Wir haben noch einmal Special-Koordinaten bekommen. Sitted.exe. Goddammit. Sure. Oh. Ich habe noch ein Achievement bekommen. Cartographer. Das wahrscheinlich dafür steht, dass wir jetzt alle Map-Punkte freigeschaltet haben. Warte, hier ist kein Teleporter, ne? Ne, ist es nicht, okay. Jesus. Julio, kennst du
Return, was wir gerade spielen. Das ist so ein Game, da sehe ich dich auch schon fast ein bisschen. Das ist echt sehr gutes Game. Und nochmal Rosenberg an dich, schön, dass du hier bist. Grüße gehen raus. They see me rolling. They hit. Ja, blub. Ah, doch. Ah, ich dachte, wir kämen jetzt quasi zu Fuß dahin. Shores Market, das ist ein neuer Markt. Ups. Ein neuer Markt. Ich bin durch Mark und Bein erschüttert. Markt und Bein erschüttert. Richtig nicht, sieht interessant aus, sondern mich ein bisschen Risk of Rain, genau. Das ist richtig. Ist so ein bisschen 2D Metroidvania-ish und sehr kurz. Sehr kurzes, knackiges Game. Und noch ein Achievement, Librarian. Okay. Greetings, Traveler. Welcome to our markets. We show goodwill to those who bring peace and show death to those who not. That sounds ominous. Enjoy your time with us, Traveler. Oh, ich habe alle Grimraw-Addings. Animal Crossing Sounds, ja, absolut, oder? Ich habe alle Grimraw-Einträge jetzt. Oh, du verkaufst Shit. Aber nur Health Potions? Okay. Warum nicht? Yay, yay. Yay. Ich bin durch mich selbst erschüttert. Das auch öfters, in der Tat. Okay, du verkaufst Synergy. Jetzt habe ich natürlich gerade mein restliches Geld ausgegeben dafür, dass ich mir das eben nicht mehr leisten kann. Ich treffe immer das Richtige, ey, nice. Ja, wir können gleich noch ein bisschen Geld grinden gehen, ist kein Problem. Weil ich würde ganz gern die letzten 3 Waffen, die uns noch fehlen. Oh, hier ist Schluss, okay. Auch noch kaufen. Darknessia. Nee, Darknessiana. Sorry. Hi, schönen guten Abend. Wie geht's, wie steht's? Darknessiana. There we go. Ich kann lesen, manchmal ein bisschen. Ah, weil ich kann noch Zeug verkaufen, ne? Warte mal, ich hab mir noch Shit zum Verkaufen. Yes, 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 yes. Munition könnten wir theoretisch auch verkaufen, ne? Ich hab auch ziemlich viele. Ich hab einfach Small Stamina Potion, 10 Stück, die brauche ich. Ich kauf mal 5 davon. Da. Hi, hello. Ja? Attack Drone. Da habe ich nicht so viele davon. Die behalte ich mal noch. Small Health Potion, Large Health Potion, Speed Potion, Speed Potion. Okay. Hab jetzt auf jeden Fall genug, um die Synergy zu kaufen. There we go. Und jetzt fehlen mir noch so, weiß nicht, ein paar tausend Zacken. So, ich glaube insgesamt so 12.000, um die letzten beiden Waffen zu kaufen. Vielleicht können wir die noch ganz fix irgendwo grinden gehen. Da war nämlich, warte mal, wo war jetzt der? Da war doch hier, da kann man, glaube ich, ganz gut grinden. Oh, warte. Oh, die Mucki hier. Das passt aber perfekt auf den Farbton, ne? Die Mucke hier hat auch so ein bisschen. Stellt euch vor, der Risk of Rain Soundtrack ohne Solo-Gefiedel drüber. Okay. Das ist der Soundtrack fast ein bisschen. Naja, Schnauze. Aber gerade mal 97, ne? Oh,
Die geben 300, die Großen. Gar nichts. Oh, warte mal. Nicht mal. Please, Sir. Sir, warte mal. Oh Gott. Warte mal. Das war knapp. Gerd. Fühl ich. Sehe ich genauso. Ja, jetzt war ich ganz kurz bei HP voll sind. So lang, hi Chat. Na? Na, ihr Lieben? Darkness Jana, wie geht's dir? Was verschlägt dich zu uns? Schön, dass du hier bist. Alles gut, alles fit? Ich habe mich nass gemacht. Trinken ist auch nicht so meine Stärke unbedingt. Ballern! Ey, Chef, mach zart. Erwischt. Ja, easy. Wir haben schon bald Max-Level erreicht. Also mit Max-Level meine ich halt 155. Wenn wir die letzte große Rüstung kaufen oder anziehen können, besser gesagt. Ich finde halt so interessant, dass wir einfach alle Rüstungen schon von Anfang an besitzen. Und einfach nur anziehen können, wenn wir das entsprechende Level haben. Okay, 1800. Ja, die Mucke, oder? Die ist sauschön. Das ganze Spiel ist sauschön, ey. Hier waren wir auch schon überall, ne? Man kann hier einmal schnell speichern durch Raum betreten und verlassen. So. Wobei ich mich frage, ob das da schneller geht. Oder... Er hat nur mal einen Ort gefunden, wo man sau schnell gelevelt ist. Das war auch echt zu Beginn des Spiels. Ich kann mir gut vorstellen, dass man ähnlich wie in RPGs halt immer weniger Erfahrungspunkte kriegt oder mehr Erfahrungspunkte kriegt pro stärkerer Feind und auch man pro Level-Up halt mehr braucht. Wie das halt ist. Ganz gut. Dein Stream und alle anderen haben mich hierher verschlagen. Ja. Freut mich, dass du hier bist. Ich brauche zumindest, glaube ich, mal 7000 Fuchsen, ne? Für, für die eine Waffe, die ich gerne hätte. Oh Gott. Aber ich check das gleich nochmal an dem... Oh, warte mal. Nicht sterben jetzt, wenn es geht. Ich check das gleich nochmal an dem Markt ab, wo ich die kaufen kann. Und falls verkaufe ich ja noch Shit, ne? Das war nicht klug, das dann. Gut. Einmal heilen. Oh. Level 148. Oh, 48. Warte. Okay, nee, das Game hält gar nicht still, wenn man Pause drückt. Es hat keine Pause. Es ist wie Dark Souls. Wir haben jetzt auch schon sau viel
so Munition. Ich habe einfach 400 Heavy Armor. 400 Heavy Ammunition. Das Wort habe ich gesucht. Also, wenn euch das Game zusagt, ich kann es euch nur ans Herz legen. Kurz, knackig, macht echt Laune. Und wenn ihr jetzt nicht mal unbedingt vorhabt, das zwingend selbst zu spielen, allein dem Entwickler das Feedback und die Möglichkeit zu geben, halt mehr Games in dem Stil zu entwickeln, wäre es absolut. Ich laufe gerade falsch. Je länger ich dabei zusehe, wie der Bildschirm flackert, wenn du einen Gegner meuchelst, desto mehr drängt sich der Gedanke auf, dass wir im Spiel die Bösen sind. Aber da flackert es eher so, wenn wir selbst verletzt werden, wie bei Death's Door. In der Tat flackert das, wenn wir ein Level abkriegen, nicht wenn wir Schaden machen. Glaube ich zumindest. Aber ich weiß, was du meinst. Das macht deine Theorie ja nicht weniger valide unbedingt. Wir checken den Black Market mal nochmal. Kann man da noch was kaufen? Weil die hatten ja nämlich echt gute Preise im Black Market. Vielleicht können wir die letzte Waffe, die noch fehlt, uns auch hier kaufen. Du verkaufst nur Potions. Du verkaufst Waffen, ne? Aber nur Muni, okay. Und hier könnten wir aber auch Muni verkaufen für 25 das Stück. Okay. Ich glaube auch nicht, dass wir die ganzen Waffen kaufen müssen. Oder nicht mal müssen. Ich glaube nicht, dass es lohnt, alle Waffen zu kaufen, aber ich hätte es jetzt, glaube ich, einfach gerne. Dann machen wir gerade einen 100% Run draus und dann, wenn wir die letzten drei Waffen haben, ich glaube drei fehlen noch, wobei eigentlich noch mehr, ne? Ich weiß ja, dass es mindestens noch eine Waffe gibt, die wir noch nicht gefunden haben. Dann... Was ist das eigentlich? Ja, wo war denn das andere, der andere Shop? Hier, Bunker Market. Da, ne? Ja, ist auch egal jetzt. Ich will jetzt die beiden Waffen haben. Hier. Blaster und Viper. Die haben wir beide noch nicht. Die kosten insgesamt 13.000. Kann ich denn durch Verkaufen von... Kann ich gedrückt halten. Verdammt. Okay. Oh, ich verdeck. Ich verdeck gerade, wie viel ich am Verkaufen bin. Ist nicht so wichtig. Die Zahl hinter mir wird gerade immer größer. Ich verkaufe mal 150. Jetzt haben wir schon mal 8000 Geld. Dafür können wir uns den Blaster kaufen. Yes. Jetzt hauen wir einmal 6.152 für den Viper. Dafür verkaufen wir noch mehr Heavy Ammo. Nur, dass ihr auch begutachten könnt, wie meine Fast Tapping Skills abgehen. Nicht wirklich. Mein Arm wird müde. Okay. Ich verkaufe mal so viel, dass ich noch 120 Schuss habe. Jetzt bin ich bei 5500. Fast Tapping Skills, deine Fapping Skills. Die sind das. Die. Ich.
Sag jetzt mal. Yo! Saul Mobile! Vielen lieben Dank für den Raid. Einen wunderschönen guten Morgen, Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Merci beaucoup, Dankeschön. Wie geht's, wie steht's? Ich glaube, die leichte Munition zu verkaufen, das bringt nichts. Die ist nichts wert. Die ist nichts wert. Hello! Wie geht's? Schön, dass ihr hier seid. Vielen lieben Dank für den Raid. Habt ihr denn gespielt? Wie war euer Stream? Ich habe nur eine Large Speed Potion. Und vier kleine Stamina Potions können die verkaufen. Ach, fuck it, ich verkaufe jetzt den Rest meiner Heavy Armor. Fuck it. Brauche ich nicht. Nichts gehört, wie geht's dir? Ja, mit Heuschnupfen zu kämpfen. Ansonsten ganz gut. Ansonsten kann ich mich kaum beklagen. Bei dir? Was gibt's Neues? Wie geht's dir? FF14 Raid Knight, neues Savage Tier. Okay. Wie savage ist das Tier? Kann man das streicheln oder? Get it, Tier? ja. Viper. Du, ja, verkaufst auch noch Shit. Brauchen wir nicht. Ich hoffe, euer Raid ist gut gelaufen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schön, dass ihr hier seid. Nochmal vielen lieben Dank fürs Vorbeibringen deiner Menschen. Danke für den Raid. Wenn ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Winter oder Mark. Sucht euch aus. Willkommen zum Indie-Donnerstag. Nee, heute ist Mittwoch. Indie-Mittwoch. Ich bin meiner Zeit stets voraus. Und er kommt genau quasi richtig zum Ende. Swolter. Zum Ende. Wahrscheinlich Ende. Von diesem wunderbaren Videospiel. Ich habe jetzt alle Einzelteile gefunden. Pass auf. Einmal voll geheilt. Ach so, warte mal. Ich habe jetzt noch eine Waffe nicht gekauft. Ne? Ich muss noch nicht losfahren. Ich habe noch die Option, mich hier weiter umzugucken. Und wir waren ja... Warte mal. Shore Market, da waren wir jetzt gerade. Savage ist an Schwierigkeitsgraden FF14 und von Tier spricht meine aktuellen Reihenfolge der aktuellen Bosse. Like WoW mit Rüstung. T-Mog Tier 1 und so. Ich konnte mir schon grob zusammenreimen. Aber ich finde Tipp, dass du das erklärst. Weil so genau wusste ich es natürlich auch nicht. Ich bin nicht so der MMO-Mensch. Aber klingt dann zumindest so, als wäre es... Achso, nee, warte, du hast nur gesagt, dass du es gemacht hast. War die erfolgreich? Das ist die Frage. In meinem Brain ist jetzt nur eine Verknüpfung. Jedes Mal, wenn ich das Badum höre, denke ich, immer wenn du hörst, kommt auch... Er wollen diese beiden Synapsenstränge ja nicht weiter verbinden oder so. Von daher. Hyperlight Shifter auf jeden. Auf jeden. Ja. Es ist Hyperlight Shifter. Es ist ein bisschen Rain. Es ist ein bisschen. Es ist Rain. Und es ist. Nee, Rain World heißt es. So, Rain World. Es ist ein bisschen. Das andere Game hieß Risk of Rain. Risk of Rain, Rain World und ja, Hyperlight Drifter. Von den ganzen Dingern hat's Einflüsse.
Heavy Rain. They blessed rains down in Africa. Ich vernasche jetzt Bueno und ich lese zuerst so, ich vernasche jetzt Bruno. Und mein Gedanke war so, Bruno Mars? Ey, viel Spaß euch zwei? Nee, Bueno. Wäre mir auch lieber, ehrlich gesagt. Jetzt nichts gegen Bruno Mars. Aber, nee, Bueno wäre mir auch lieber. Aber habe ich? Dann habe ich doch jetzt alles, oder? Wir haben bisher vier Shops gefunden. Das nimmt Bruno bestimmt persönlich. Tut er das? Da kommt er angesprochen, macht Bruno, mach nicht diesen. Ich glaube, ich habe jetzt alles. Wer ist eigentlich Paul? Paul. Der Bruder von Manuel Neuer? Wer ist eigentlich Paul? Das ist eine gute Frage. Wer ist eigentlich Paul? Gab es eine Werbung in den 90ern? Ach, bestimmt. Aber ich kann mich an keine erinnern. Ich kenne nur... Aber ich habe doch gar kein Auto. Das ist die einzige Werbung, die mir im Gedächtnis geblieben ist. Und die ist auch... Die ist es auch nicht wert. So, ich glaube, ich habe jetzt legit alles gemacht. Alle... Shops abgeklappert und eine Sache wollte ich noch machen, bevor wir jetzt ins Basecamp gehen und losfahren, aber ich so die letzte ich wollte hier hin, weil da ist auch noch ein Shop, den wir aber theoretisch schon leer gekauft haben. Bip-bup. Oh, warte mal, wir haben ja ihre Quest noch gemacht. Have you traveled to the crash site yet? Oh dear. Oh, if only we got to him sooner. Thank you, traveler. Here is a reward for your troubles. See you around, traveler. Wow, 500 Reck. Das hat schon mal gar nicht gelohnt. Oh! Warum verkaufst du Bretter? Sie verkauft Bretter und eine Bretter. Ah, scheiße. Und eine Axt. Armen für 4.000. Und eine Bretter für 9.000. Ha! Ich möchte nicht noch mehr Zeug verkaufen müssen und nicht mehr grinden für die ganzen Waffen. Ey, warum verkaufe ich so viele Level 0 Schadenswaffen? Da will ich hin. Noch ein Board. Ich kaufe das Board auch noch. Ist für Ume. Let's go. Das kostet 4.000, das Ding. So eine Bank, die mal fallen kann? Ich weiß es nicht. Okay, lass mal gerade noch was checken. Ob wir vielleicht noch einen Ort haben, wo man noch ein bisschen leichter Money farmen kann. Da gab's doch... War das hier zufällig? Das war nicht hier, oder? Da war noch so ein Ort. Nee. Wo ganz, ganz starke
Feinde gespawnt sind, die sau viele Erfahrungspunkte geben. Und das Gebiet sah. Die waren das, okay. Die waren mal stark. Okay, die geben 70. Und die geben nicht mal genügend Erfahrungspunkte, um mich einmal zu leveln. Wo ist denn der Winter Mama Flöte Rewards? Da, wo er immer ist? Da, da ist er. Ich will gerade deine wunderschöne Flötenmusik meine verwundete Seele streichen lassen. Das war die schlechteste Version von Bob on Battlefield, die jemals einer gespielt hat. Muss heller sein. Okay, hör mal auf. Lassen wir das. Ich hab's versucht, okay? I tried. Okay. Nee, das ist kein guter Ort, um zu farmen. Und ich weiß auch gerade nicht, ob ich noch farmen will. Oder ob ich einfach sagen soll, scheiß drauf. Warte, was ist denn mit den... Was ist denn mit denen Kollegen hier? Was droppen die denn so? Die droppen ja gar nichts, weil die gar nicht killt, theoretisch. Die geben 3. Oh mein Jesus! From the chandelier. From the chandelier. Die geben mal 300. Oh, ich habe auch 150 Levels schon, ey. Das Spiel bleibt ein Evergreen, ist so. Mario 64 geht immer. What? Eskalation! Warte. Gerade nicht sterben? Gut. 300, das lohnt sich fast schon. Max, schön, vielen lieben Dank für den Resub am 11. Monat. Ist auch schon fast das Jahr voll gemacht. Willkommen zurück im Kult der Leute, die wir gesubbt haben, der bekannte speziellen Namen hat. Vielen lieben Dank für den Support. Dankeschön, ey. Wie geht's? Schön, dass du hier bist. Ich glaube, ich soll jetzt ein paar Mal hier durch, bis ich die ganzen... Genau, bis ich das alles habe. Warte mal, kann ich denn... Nur mal so für einen Test. Das killt mich. That kills me. Aber Karl... Das geht nicht. Okay, warte. Die macht jetzt 3,5. Das Ding macht aktuell pro Schaden pro Schlag 20. Ja gut. Die macht aktuell pro Schuss. Nee, Quatsch. Diegel, die er mag. Wo ist die Diegel? Da. Die macht 16 pro Schuss. Oh, die würde 18 pro Schuss machen, wenn man die levelt. Die macht 22 pro Schuss. Okay, warte mal. Okay. Blaster mal equipped. Auf Slot 1. Aber eine Frage, wofür konnte man Med nochmal ausgeben?
Ich habe es nie benutzt. Das ist eine gute Frage. Wir haben aktuell nicht wirklich Einsatzzwecke für Met. Betty ruft, alles klar, Josh, ne? Schlaf gut. Okay, die macht so viel Schaden, die da. Aber... aber schießt halt sau langsam. Okay. Das macht der Blaster, die Synergy. Ich hätte vielleicht mal vorher ausprobieren sollen, was die tun. Synergy. Das ist eine Schrotze garantiert, oder? Die macht pro Schuss aktuell 18 und dann 36. Ich will jetzt einfach diese Suicide Boys da killen. Also nicht die Musiker, sondern... Goddammit! Okay, es geht, glaube ich, nicht. Ich glaube, es geht nicht. Zumindest bei einer aktuellen Firepower ist es nicht drin. Okay. Da. Okay, die geben jetzt 300 pro Kill. Das lohnt. Und zwei von denen. Oh, wow, das ist sehr schlecht. Okay. Nee, so nicht. Ich glaube, das Ding von Suicide Boys ist, dass du nicht killen musst. Ist ja. Du und deine Logik immer. Willst du da eigentlich das neue System Shock spielen? Das Ding ist, habt ihr Demo. Oh Gott. Schon zweimal gespielt. Und das hat echt Laune gemacht. Aber das reicht mir fast schon. Ich mal gucken. Wirkt auf jeden Fall kompetent genug, das Game. Als dass es sich bestimmt lohnen würde, das zu spielen. Okay. Level 152. Aber ich sag mal so, ich habe noch keine Pläne derweil. Komm. Und dann 53. Und 3,7k Money. Aber wir können von der Seite kommen. Das ist sogar ein Heilding. Perfekt. Okay, wir haben den Grindort gefunden. Oh Gott, sind beide auf einmal. Oh, das sah nicht gut aus. Nope, never mind. Das sah gar nicht gut aus. Wie wäre es, wenn ich meine... anfange, meine Drohnen zu benutzen? Ob sich das lohnt, statt die zu verkaufen? Ich weiß es nicht. Schon kaputt, die Drohne? Das hat mich gelohnt. Das hat sich gar nicht gelohnt. Okay. Yeah, wir haben Lifeline freigeschaltet und somit jetzt die letzte Rüstung im Spiel. Yeah, und das heilen wir uns sauschnell, wenn ich das richtig gesehen habe. Also muss ich auch irgendwann spielen, aber wahrscheinlich erst, wenn es ein bisschen günstiger geworden ist. Ja, das macht vollkommen Sinn. Au, au, okay.
Oh, dich gibt's auch noch. Warte mal, warte mal. Hi. Okay. 5000. Ich könnte mir jetzt zumindest mal die Axt kaufen. Ist die Axt besser als meine aktuelle Waffe? Das ist die große Frage. Man weiß es nicht. Das ist meine aktuelle Nahkampfwaffe. Stirb, stirb, danke. Oh, kann einfach so killen. Like, das sieht echt gut aus, muss ich sagen. Für das, was es ist. Das klingt so herablassend. Also, für die Art von Videogame, für das Genre, bin ich echt überzeugt, dass System Shock Remake gut ist. Keine Frage. Ich glaube, ich habe aktuell keine Energie für so ein längeres Spiel. Und ich glaube fast, dass nur anzufangen und nicht so weit zu spielen macht nicht viel aus. Oh Gott. Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Okay. Macht nicht so viel Sinn. Autsch. No. Okay, man kann noch mehr leveln als 155. Aber es gibt nicht mehr Rüstungen. Okay. Ich habe jetzt 6000. Ich kann nochmal zurück. Saranov, hello! Das war der falsche Knopf. Das ist der richtige. Ich spiele grundlegend nur in Sales. Nintendo ist ja die einzige Ausnahme. Wenn die Rabattaktionen machen, spart man gefühlt nur 5 Euro. Nintendo hat also die Devise, wenn die ein Game für ihre Konsolen rausbringen, sagen sie, das verliert nie an Wert, das ist immer gleich gut. Und das hat jetzt Vor- und Nachteile, diese Denkweise. Oftmals stimmt es. Die Games von denen sind einfach wirklich meistens geil und kannst du fast blind kaufen. Aber für Leute, die halt jetzt, ich sag mal, finanziell vielleicht nicht so stabil stehen, ist das natürlich scheiße. Ja, wenn die lieber auf einen Sale warten und sich ein Game dann für ein 20 statt 60 Tacken kaufen wollen oder müssen sogar, dann haben die ja erstmal Pech gehabt. Wait, das ist das Falsche. Da wollte ich hin. Same mache ich sogar bei Nintendo so. Kann ich nachvollziehen. Ich kaufe mir, wenn ich mir Games kaufe, für einen Vollpreis eigentlich nur Indie-Games, um halt Indie-Entwickler zu supporten. Axt! Yay! Ist die jetzt besser als mein aktuelles Schwert? Wahrscheinlich nicht, ne? Habe hier die Valkyrie. Aktuell 20 Schaden. Axt macht 12 im aktuellen Level. Nee, macht 18. Ist sogar schlechter. Aber Attack Speed hat es halt 1 und das Start Attack Speed 1,15. Kommt aufs Gleiche raus wahrscheinlich, ne? Okay. Jetzt die Frage, ob's ein Achievement gibt, wenn man alle Waffen irgendwie kauft. Weil mir fehlen jetzt wahrscheinlich noch genau diese beiden, aber das sind halt wieder 14.000.
Großer Taschenbacken für Rock am Ring. Yo, 3:45 klingelt der Wecker. Das sind 4 Stunden, Buddy. Es geht nach Rock am Ring, wie cool. Ganz viel Spaß da hinten, ey. Und auch allen, die am Rock am Ring Dinge tun, sein tun, ey. Genießt's. Genießt euer Festivalwochenende. Ganz viel Spaß da hinten. Mach Bilder und erzähl, wen du alles live gesehen hast, wenn du zurück bist. Okay, ich... Scheiß drauf, ich guck mal, was passiert, wenn ich jetzt im Schiff losfahren will. Ob das dann schon Ende ist oder ob da noch mehr kommt, weiß mir auch nicht. Kann ja auch sein. Hey Schützo, happy luck. Ich habe mir das neue Zelda direkt für 60 geholt und seit Tagen nicht weitergespielt, weil ich Trails für meine Seele gebraucht habe. Trails. Hast du auch manchmal. Aber dann ist es halt auch auf der anderen Seite irgendwie nicht schlimm, weil es wird halt nicht günstiger. Ist egal, ob du jetzt die 60 ausgibst oder in 3 Wochen. Okay. Können wir es mit dem Schiff aber losfahren? Wir können mit dem Schiff aber losfahren. Das ist sehr interessant. Kein so Secret Endboss oder so? Oh. Oh, das war's einfach. Okay. Kein Secret Endboss oder so. Fertig. Ah, interessant. Created by Jesse Eisenbart. Music by Jake Jabu Coyle. Playtesters Hans Pippin Schmidt. Der Pippin. Okay, ich sag jetzt mal eine Sache noch vorneweg, bevor ich zum mein Feedback zu dem Game, wie es jetzt aktuell ist. Waren wir da jemals? Gibt es diesen Ort? Nee, ich glaube, das sind alles Fake-Screens für die Credits. So ein Secret Endboss wäre jetzt noch einfach genial. Und vielleicht gibt es den auch noch. Und ich überlege, ob man den noch suchen. Aber vielleicht gibt es den auch nicht. Und dann ist auch in Ordnung. Aber für das, was es ist, war das einfach so eine sau angenehme, knackige Länge. Oh, warte mal, jetzt kommt noch. After-Credit-Scene? Oder geht's wieder von vorne los jetzt? Jetzt sind wir wieder in der Kryostase und können mit unserem Schiffsroboter noch ein bisschen rummachen. Schiffs-AI. Okay, pass mal auf. Wenn wir jetzt Continue sagen, geht's wahrscheinlich wieder weiter. Das ist ganz schlimm bei mir, wenn ich ein Game durch habe. Ich kann mich ja nie damit zufrieden geben. Ich denke mir, oh, das war so cool. Ich will noch mehr davon. Und kann dann diesen Moment des okay, ich bin fertig. Ich hab's geschafft. Nie so abschließen. Ist immer gerade für den Spaß sehen. Wie viel... Oh, es fehlen Achievements. Okay. Okay, es gibt ein Achievement für alle Waffen. Okay. Es gibt noch Achievement. Es gibt noch ein Secret Achievement, oder? Es gibt ein Hidden Achievement. New Game Plus. Warte mal, guck mal. Wenn ich jetzt Continue sag... Dann sind wir einfach hier wieder, ne?
Dann sind wir nie losgefahren. Dann sind wir nie losgefahren, okay. Ich habe jetzt einfach mal, ich habe jetzt die Achievements auf Steam halt mal mir angeguckt. Und ich fahre falsch. Das ist halt ein bisschen witzlos, wenn man halt Achievements sich anguckt, dann weiß man auch, was man tun muss. Und eins der Achievements ist einfach 7000 Mal Doggo streicheln. Um 7000 Mal meine ich oft. Ich hätte ich wohl doch ein Schlauchboot oder ein Kanu holen müssen? Wait, was? Warum? Ich habe keinen Kontext. Achso, wegen dem Wetter. Kein gutes Wetter? Also, danke, ich bin so gehypt. Überstunden absetzen, Freunde sehen, Festival, geile Kombo, yes. Ich stelle mich mal so dahin. Hä? So, da sieht man es besser. Doggo! Endlich mal ein Spiel, in dem man Hunde streicheln kann. Das ist wirklich so seltsam. Vielleicht machen sie in Tears of the Kingdom noch ein Hundestreichel-DLC. Für nur 12,99. Wenn du den Season Pass kaufst. Yeah, pet the dog 400 Mal. Ne, sind glaube ich 40 Mal. Her damit! Okay, also ein Achievement ist, den Hund etliche Male streicheln. Dann gibt's halt alle Waffen sammeln. Und da fehlen mir, glaube ich, wirklich nur noch die zwei. Und wenn es jetzt eine gute Möglichkeit gäbe, Geld zu farmen, dann würde ich das auch tun. Aber das Effektivste, da ist es, Achievement, unlocked, good boy. Und es gibt halt ein Achievement dafür, 25.000 Geld zu besitzen. Dazu müsste ich 25.000 durch 300 sind viel. Dann müsste ich, sehr oft die beiden Fuzzis da killen. Geht es vielleicht irgendwo einfacher? Warte, was ist denn? Hier war doch irgendwo noch ein Ort, wo man ebenfalls super einfach grinden konnte. War das hier? Genau, die sind auch sau einfach. Und geben zumindest auch Erfahrungspunkte dafür, dass sie so einfach sind. 95, ne, das lohnt sich nicht, das da. So müsste ich 250 mal den Typ killen. Okay. Dann macht es eigentlich mehr Sinn, die Welt nochmal rund zu machen und zu gucken, ob man irgendwo vielleicht noch einen Secret Boss findet. Weil irgendwas Geheimes fehlt mir ja noch. Aber no joke, es ist manchmal einfach super satisfying, ein Spiel zu beenden, Haken dran zu setzen und es beruhigt auf das Ding. Ja, und das kann ich so sauschlecht. Das kann ich so sauschlecht. Da habe ich echt Schwierigkeiten mit. Da einfach zu sagen, okay, war jetzt gut. Nächste. Fortress Library. Nee, da waren wir eben. So, Wasteland Outpost. Nee. Da waren wir. Nee, da.
Das ist alles scheiße zum Farmen, irgendwie. Es gibt auch Spiele, die ich nur einmal zocke. Detektivspiele zum Beispiel. Ja, gut. Das macht auch, glaube ich, wenig Sinn, die mehrfach zu spielen, wenn man die Lösung halt schon kennt und so. Und auch so Point-and-Click-Games, wobei es ja auch in dieselbe Richtung geht. Haben wir noch, warte, wir hatten noch eine Stelle entdeckt, wo komische Dinge waren, die ich nicht einordnen konnte. Wo waren das? War das hier? Ups. Was der Layton und die verlorene Zukunft 100 Mark spielt. Oder es gibt dann auch die extreme Gegenseite, ne? Also, war das hier? Ja. Was ist es hier? Was mit ihm? Bist du auch was? Der macht seine Augen auf und der sitzt da, aber ich kann dem auch nichts geben. Vielleicht hätte ich nicht die ganzen... Was ist eigentlich damit? Broken Watch from the Ancient Times. It's double. Das da auch irgendwie noch so keinen Sinn erfüllt. Dieses Gerät. It stopped at 8:43. Wir haben eine Taschenuhr, die um 8:43 Uhr gestoppt ist. Und das ist so ein Strichcode in der Mitte fast schon. Sieht aus wie ein Morsecode fast schon, ne? Lang, kurz, lang, lang, lang. Aber eins meiner meist durchgestockten Spiele ist Metal Gear Solid 1. So gutes Spiel. So gutes Spiel. Gell, das siehst du da auch, oder? Das könnte auch einfach nur ein bisschen Text sein, der da angedeutet wird. Wobei hier in den anderen Journalen auch Codes versteckt waren. Mit deutscher Synchro? Oh. Also, wenn es irgendein Spiel gibt, wo ich auf Biegen und Brechen, glaube ich, auf die englische Synchro bestehen würde, wäre es Metal Gear. Einfach weil David Hayter ist einfach der beste Voice Actor, der wo gibt's. Colonel, I'm trying to sneak around, but I'm dummy thick. So, sowas halt. Ja gut. Ich könnte dann auf die Suche gehen und das die ganze Welt nochmal auf den Kopf stellen. Auf der Suche nach mehr. Oder aber lass uns hier gut sein und vielleicht widme ich mich dem Spiel einfach mal off-streamer noch und suche. David Hayter ist Liebe, aber gerade am ersten Teil lebe ich einen leichten Trash-Faktor. Gut, das kann ich mir schon vorstellen, dass es da saugut passt. Das stimmt schon. Hier waren wir ja auch schon. Hier ist jetzt der Händler mit dem Shit und du verkaufst Munition und Drohnen. Ja, nee, also da ist Teleporti. Tür, Tür, Leute, Leute. Heili, heili.
Ja. Ja, ja, ja. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch so keine Idee, wo ich noch suchen würde. Nach dem letzten Puzzleteil. Okay, pass mal auf. Ich gehe mal hier raus. Gibt's sonst noch was? Load Game ist auch nur. Du hast verschiedene Slots. Haben jetzt 5 Stunden 25 gebraucht für das ganze Game. New Game. New Game ist halt wirklich einfach nur ein New Game wahrscheinlich. Options, Credit, Discord, Quit. Wenn du mal Haier machen, wünsche eine gute Nacht. Nacht, die Lilly. Danke fürs Reinschauen. Halt die Ohren steif. Hab einen schönen Tag morgen. Nee, ich werde mich off stream noch ein bisschen mit dem Game beschäftigen, glaube ich. Oder vielleicht in einer separaten Session nochmal. Aber ich glaube, jetzt nochmal die ganze Welt zu durchkämmen, um rauszufinden, was uns jetzt noch fehlt. Da wäre ich jetzt nicht so mit Herzblut dabei, nachdem wir das jetzt schon wieder 2 Stunden gespielt haben. Deswegen gehe ich jetzt mal noch ein ganz kurzes BRB machen und dann zocken wir noch ein Stündchen, 2 was anderes. Ist das ein Plan?